Ja, hallo zusammen. Jetzt kommt zu einem weiteren Stream-Highlight-Video auf dem Kanal. Eigentlich wollte ich genau jetzt in diesem Moment auf Twitch online gehen, aber es wird das neue Magic Arena Update eingespielt. Was für ein blöder Zufall. Es sind also Wartungsarbeiten. Aber vielleicht ist das ganz okay. Ich habe euch jetzt hier was anderes noch vorbereitet von einem vergangenen Stream. Waren auf jeden Fall ein paar sehr coole Spiele dabei. Wir haben eine Runde Singleton noch gespielt, ein ganzes Event mit einem Esper Control Deck. Und ja, dann kann ich das quasi jetzt hier einfach als Möglichkeit nutzen, um den Stream morgen anzukündigen. Verschieben wir das einfach auf morgen, den Freitag. Ich wollte auch ein bisschen später anfangen. Machen wir uns einen schönen Freitagabend. Ich denke, so gegen 17 Uhr wird's losgehen. Vielleicht wollt ihr ja dann vorbeischauen. Zocken wir auf jeden Fall eine richtig große Runde mit dem neuen Update. Dann können wir uns das mal anschauen. Und ja, jetzt erstmal hier ein kleiner Zusammenschnitt. Ein Singleton-Event mit Esper Control. Viel Spaß! Naja, sieht insgesamt okay aus. Bisschen langsam. Ah, schauen wir mal. Treasure Map, gar nicht mal so verkehrt. Die kriegen wir nie ungetappt ins Spiel aktuell. Starten wir mit der Chapel, dann Island. Mal gucken, gegen was wir spielen. Zombies oder Agro. Dann halten wir uns auf jeden Fall das Essence Scatter auf. Für den nächsten gegnerischen Zug. Da stehen wir direkt unter Druck. Das gefällt mir nicht. Okay. Macht auch Schaden. Plus Life Loss. Ist in Ordnung. Langsamer Start. Müssen wir uns hier die richtigen Karten jetzt mal suchen. Ah, das wird schon klappen. Ich finde den Sound ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So. Okay, nehmen wir nochmal 3. Ist okay. Gucken, hat unser Gegner... unser Gegner hat nichts. Das ist gut. Vielleicht hat er ein Counterspell. Ich weiß nicht, was das ist. Scarab God ist gut, aber er hat bestimmt Removal für ihn. Aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch Teferi. Ist eine starke Karte. Gerade bei der Hand. Nehmen wir. Nächste Runde haben wir dann Commit. Und dann Turn 5 Teferi oder Scarab God. Gucken wir mal. Das ist okay. Ich denke nicht, dass wir hier das Commit spielen wollen. Unser Gegner spielt auf jeden Fall irgendwas. Nein, er spielt nichts. Tatsächlich? Wir könnten den Marshall aufs Deck legen. Oder ins Deck. Dann enttappen. Teferi legen. Karten ziehen. Scarab God ist auch nicht schlecht. Irgendein Removal wird unser Gegner haben. Gonti ist gar nicht mal schlecht. Der ist eigentlich ganz cool zum Eröffnen. Dann haben wir sogar noch ein Mana für die Treasure Map. Starten wir mit Gonti. Das ist okay. Was wollen wir davon haben? Alles nicht schlecht, tatsächlich. Aber ich glaube, der Blink, nochmal so ein Tempo-Spell, gefällt mir ein bisschen besser. Unser Gegner hat tatsächlich nichts. Nichts? Das kann doch gar nicht sein. Noch nicht mal Removal für den Gonti. Lilly. Okay, die macht nochmal einen 2-2er-Zombie. Das ist jetzt auch nicht so super schlimm. Ist okay. Das ist echt okay. Würde ich sagen, oder? Ja.
Dann nochmal Scry. Puh, ja, ist okay. Er macht sogar noch Lebenspunkte. Gute Scrys heute. Verdächtig, verdächtig. Jetzt würde ich sagen, Scarab-Gott. Das macht die Liliana auch schlechter. Wenn er seine Kreaturen mildt, dann finden wir einfach Karten, die wir wiederbeleben können. Täuschen wir mal einen Fatal Push an noch. So. Da fühle ich mich doch jetzt relativ sicher. Erstmal. Er hat halt, Hostage-Taker als Counter. Gut, war gut, dass wir den Blink genommen haben. Ist okay. Nimmt er den Scarab-God. Und dann holen wir uns den gleich einfach wieder. Angreifen kann er immer noch nicht so gut. Super viele Solutions wird er nicht haben. Für den Scarab-God, denke ich mal. Ich denke mal wieder kein Angriff. Nice, dann flippen wir mal. Okay, nee, wir haben mehr als genug gute Karten. Bisschen schnelle Interaktion wäre doch jetzt ganz nice. Fumigate ist gar nicht mal schlecht. Fumigate ist ziemlich gut. Dann haben wir nämlich noch Mana für das Blink. Und wir haben den Scarab-God wieder. Oder? Der kommt auch wieder. Dann greifen wir jetzt an, weil er den Death-Toucher, denke ich mal, nicht blocken will. Kriegen wir vielleicht 2 Schaden kostenlos auf Lilly. Ich rechne nicht mit Counterspells aus dem gegnerischen Deck. Machen wir mal so. Gibt's auch 4 Lebenspunkte zurück. Das gut. Und jetzt können wir die Treasures. Wollen wir die Treasures noch opfern? Nee, das ist zu gierig. Wir halten alles offen. Können dann schauen, ob wir einfach nur mit unserem Mana das Blink spielen, ob wir noch eine Karte ziehen, falls unser Gegner nichts macht. Schauen wir mal. Okay, er benutzt Lily für den Hostage-Taker. Jetzt muss ich gucken, wenn ich mit dem Trigger auf dem Stack das Ding bounce, ist er dann für immer weg? Nee, ne? Bei dem Wording nicht, oder? Aha, jetzt kann er ihn wieder ausspielen, aber er kann halt den Scarab-God nicht direkt holen. Das will ich halt auf jeden Fall vermeiden. Hat uns jetzt eine Karte gekostet. Und unseren Gegner halt auch einen ganzen Zug. Und wir können sowas machen wie Teferi plus Drovin. Ist halt deutlich stärker als das, was unser Gegner jetzt gemacht hat wahrscheinlich. Sifna ist in Ordnung. Okay, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wenn wir einen Treasure opfern, haben wir beide. Ich will auf gar keinen Fall, dass er den Scarab-God, dass er den Scarab-God castet. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Ich glaube, wir spielen echt beides aus. Teferi legt den Hostage-Taker wieder ins Deck und Dovin gibt dem Sifna minus 3 minus 0. Ist wahrscheinlich das stärkste Play. Ja. Doch, doch. Weiß und blau. So, Hostage-Taker zurück.
Dann Dovin. Und er beschützt unseren Teferi. Das Ding hat ja Menace. Okay. Gegner hat eine Handkarte, eine Lilly. Wir haben Scarab God Doppel Planeswalker. Und in zwei Runden kommt der Hostage Taker wieder. Den er jetzt aber mildt. Perfekt. Er aktiviert es tatsächlich. Freue ich mich. Dann können wir nämlich den Hostage Taker wiederbeleben, um seine Kreatur quasi zu klauen. Das wird fies. Das riecht ein bisschen nach Missplay. Mörder. Nice. So, Teferi zieht. Dovin gibt dem Zombie Minus. Dann erstmal Combat. Mal gucken, ob unser Gegner noch einen gescheiten Instant hat. Wir wollen nämlich Lilly eventuell umtreten. Ah, das hätte ich gar nicht so machen müssen. Ah, Missplay meinerseits. Egal, das minus 7 ist halt extrem. Wir haben das Spiel gewonnen. Ah, ich hätte eventuell meinen Mana selber tappen wollen. Nein, ist okay. Oh, Glück gehabt. So, dann. So, so. Ich habe schon lange nicht mehr Scarab God gespielt. Das war halt nicht optimal jetzt geplayt. Entschuldigt bitte. Und wir haben immer noch Mörder. Ja. Das Field of Rune. Ich glaube, das können wir jetzt wirklich nicht mehr verlieren. Hervorragend. Puh. War jetzt nicht optimal gespielt von mir am Ende. Aber das erste Game geht an uns. Hervorragend. Wunderbar. Was sagen wir zu der Starthand? Ist nicht optimal, da sie relativ langsam ist. Aber falls wir gegen Aggro spielen, haben wir halt Turn 4 Settle, das Mana sieht gut aus. Und gegen ein langsames Deck haben wir halt auch halbwegs gute Karten. Ist wieder so ein mittelprächtiger Keep, würde ich sagen. Ist okay. Starten wir mit dem Sanctuary und der Rest kommt schön ungetappt ins Spiel. Wenn ich sowas sehe, denke ich immer an Mehrvolk, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das hier sehen. Eher sowas wie Sultai Midrange. Sultai, ja. Ja. Das Field of Rune könnte nützlich sein. Okay, das Deck spielt schwarz. Hat er auf jeden Fall einen Vraskas Contempt wahrscheinlich. Dann können wir mit dem Dovin eine Karte plus machen, wenn wir ihn direkt Turn 4 slammen. Es sei denn, unser Gegner hat Energy Lifecrafters Bestiary. Ist eine gute Karte. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Legen wir mal blau dazu. Oh, jede Kreatur zieht eine Karte. Die ist wirklich gut. Jetzt brauchen wir ja Cast Out oder Ixalan's Binding. Die Karte ist wirklich gut gegen uns. Aber wenn es ein Kreaturendeck ist, dann brauchen wir nur den Scarab God und können mit ihm gewinnen. Master Removal into Scarab God. Okay, das war immer, wenn man den ersten Non-Creature-Spell spielt. War nicht so schnell. Reveal die obere Non-Land-Karte, die weniger kostet, kann man Karten. Ansonsten zieh eine Karte nach. Puh, die Karte ist gut. Dovin funktioniert dann nicht. Wir könnten ihn legen und dann minus 3 machen. Und irgendwie den Gegner irgendwie versuchen reinzubaiten, super viele Kreaturen zu legen. Und dann setteln wir ihn. Machen wir das. Gucken wir mal. Er ist nicht schlecht. Scrytop. So, wir hoffen jetzt, dass er super viele Kreaturen legt, wir ein richtig gutes Settle machen können und dass er nicht so viele Kreaturen nachzieht. Aber er sieht, dass er gegen Control spielt, sprich, er kann jetzt immer eine Kreatur legen, eine Karte ziehen. Nächste Runde eine Kreatur legen, dann eine Karte ziehen. Und das Ding macht halt immer noch eventuell eine Karte plus. Das ist ja eklig.
Na, wenigstens macht das Castdown nix. Vorerst. Hat zum Glück nur 3-7. Okay. Treasure Map ist jetzt auch nicht so mega Premium. Er muss plussen. Dann halten wir mal das ultra offensichtliche Settle offen. Das wird unser Gegner riechen. Gehe ich mal stark von aus. Das mit den Ländern ist echt traurig. Unser Gegner hat den Scarab God. Das ist hart. Das ist nicht so schlimm. Wir haben halt nächste Runde Landdrop, Gear Hulk auf Settle. Das ist immer noch kein gutes Play alles, aber schauen wir mal. Das Bestiary ist wirklich super stark gegen uns. Super, super stark. Wow. Gut gespielt. Setteln wir trotzdem, weil wir haben Gear Hulk Settle. Mal gucken, ob das funktioniert. Mit dem Dovin ziehen wir noch eine Karte nach. Das ist in Ordnung. Mhm. Blink. Gar nicht mal so super schlecht. Wir haben kein Doppelblau. Oh oh. Und das sind alles Tappländer. Oh, wir müssen doch blinken diese Runde. Oh, ich hätte auf meinen Mana achten müssen. Wir haben nicht Gear Hulk into Settle. Oh, ich brauche mehr Kaffee, glaube ich. Das war nicht gut. Hätte unser Play geringfügig geändert. Wir hätten Tapland plus eventuell Treasure Map machen können. Unser Gegner zieht wirklich jede Karte in seinem Deck, die gut ist. 4-Drop, 5-Drop, 6-Drop into Treasure Map. Ich glaube, auch der Gear Hulk hätte gar nichts gemacht. Das ist auf jeden Fall GG. Das ist sowas von vorbei, das Spiel. Machen wir sie. Oh nein, wir können noch nicht mal. Ich bin völlig raus. Das Spiel hat mich ruiniert. Und wir ziehen auch noch alles in der falschen Reihenfolge. Ja, hervorragend. Das Spiel würde ich jetzt gerne beenden. Jetzt muss er das wieder ausspielen, bevor wir Bonto spielen können. Oh, das ist echt grausam gewesen. Hm?
Vaska macht halt nächste Runde auch ihr Ulti. Hm, ich glaube, wir können conceden. Noch nicht ganz. Aber fast. Nicht ganz, aber fast. Selbst das funktioniert. Okay. Gut, wir haben einen Scry und einen Cycle. Wollen wir mal schauen. Kommt jetzt nicht wieder Rashmi? Wenn schon soll das Bonto richtig gut sein. Ist jetzt nur nicht so der Spot, wo wir einmal nicht enttappen können. Okay. Unser Gegner hat auch nicht super viel Mana. Wenn wir jetzt abräumen, er nimmt den Scarab God zurück, spielt den Scarab God, hat er 2 Mana wieder. Und wir gehen halt auf einen Lebenspunkt nächste Runde. Also müssen wir das Ding ja mehr oder weniger spielen. Gucken wir mal. Scry als erstes. Gonti. Nicht wirklich. Zu wenig Impact. Und dann ziehen wir eine blinde Karte. Und Mörder. Und wir haben wieder einen Scarab God. Wir haben sogar das Land. Wir könnten Bontu und dann Scarab God hinterherlegen. Dann enttappt zwar einmal alles nicht. Dann hat unser Gegner wieder einen Scarab God. Wir haben einen Scarab God. Unser Gegner enttappt als erstes. Kann was wiederbeleben. Das ist so ein Play eventuell, was uns noch zum Sieg führen kann. Gear Hulk auf Settle? Wahrscheinlich nicht. Oder wie viel Schaden macht er? 6. 6 wären 12. Aber er macht wahrscheinlich einfach minus 10 und greift nur mit einem an. Sprich, unser Play wird super, super, super schlecht. Wobei Scarab God ist auch... Wir können halt auch versuchen, wenn er das macht, für 3 Mörder zu spielen. Leider können wir nicht... Das funktioniert alles nicht. Ich glaube, anhand unseres Manas versuchen wir es so... Na ja, okay. Bin nicht wirklich zufrieden damit. Aber das Spiel war sowieso ganz grausam. Jetzt die Frage kurz. Lohnt sich Mörder plus die Aktivierung eher? Mörder für 3 aktivieren. Nächste Runde haben wir dann noch ein Mana über zum Aktivieren. Aber Mörder den Scarab God halt wieder als Play. Ne, wir bleiben dabei. Dann haben wir die Kreatur schon im Spiel. Na, ist echt nicht optimal. Bontus Last Reckoning finde ich halt auch nicht super gut, aber ich wollte es ja unbedingt im Deck drin haben. Ah, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das Bestiary, das hier, das Ding, das hat das Spiel gewonnen. Macht halt zu viel Kartenvorteil. Stark. Es ist Sultai Gutstaff, würde ich auch sagen. Jetzt macht die Vraska wahrscheinlich nicht minus 10. Er könnte halt minus 3 machen und den Scarab God halt auch wieder abschießen. Oh Gott. Nee, das kann ja gar nicht klappen.
egal wie er es gespielt hätte, hätte er seinen Scarab Gott gespielt, hätte er jetzt auch minus 10 machen können. Ich glaube, es gab gar keinen Winning Play. Na, schade. Ich will nur die nächste Karte sehen. Supreme Will. Nee, das war ganz schlecht. Das war auch nicht gut gespielt von mir. Nicht gut. Das war nicht gut. Aber wann spiele ich schon Esper Control, Freunde, ne? Egal, weiter geht's. Was sagen wir denn zu der Starthand? Das ist ein bisschen teuer, aber wir haben zwei schnelle Karten. Drei Länder diesmal. Mana an sich sieht gut aus. Wir sind wie immer on the draw. Was ich nicht so schlimm finde, gerade wenn man gegen Control spielt. Alles klar, das Game. The game is on, Freunde. Vielleicht wieder ein Agro-Deck. Können wir direkt irgendwie Turn 2 die Kreatur Fatal pushen. Hoffentlich nicht wieder Mirror Match. Ich würde gerne das Board abräumen, mal schön aufs leere Board einen Dovin legen. Einmal in einer guten Position das Spiel beginnen. Würde ich mich freuen. Okay, da haben wir das Fatal Push Ziel. Das Ding zockt der bestimmt nichts. Nee, er milt es. Ha. Huh. Wir haben halt echt viele Karten, die wir ziehen, für die wir unser Mana brauchen. Na, können wir jetzt echt Fatal pushen. Vielleicht denkt unser Gegner dann auch, dass wir einen Counter auf der Hand haben, wenn wir jetzt die Fortress legen. Okay, wir müssen den Kurt ja legen. Funktioniert aber auch gut. Der kommt ja gleich getappt ins Spiel nur noch, aber das ist okay. Oh. Ernsthaft? Die Hydra ist gut. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ah. Das Ding kann einmal Hexproof kriegen mit 3 Energy. Dann legen wir... Dovin geht auf 4. Wir können halt Dovin legen. Mit ihm versuchen, den minus 3 Effekt auf das Ding zu machen. Dann wäre sie 1-3. Er könnte in Response dem Ding Hexproof geben. Dann kriegt das die Marke, greift das nächste Runde den Dovin für 5 an. Der Dovin ist tot. Boah, ich will jetzt aber eine Runde lang nichts legen. Besonders da unser Deck viel mehr nach Goodstuff aussieht und wir echt die guten Karten haben. Seal Away aufhalten bringt nichts. Kriegt das Ding einfach Hexproof. Also versuchen wir das Play mit dem Dovin. Vielleicht lässt er den Plus-Effekt ja auch einfach durchgehen. Ich will ihn halt auf jeden Fall dazu zwingen, die Fähigkeit zu aktivieren. Deswegen will ich jetzt hiermit keine Karte ziehen. Wenn er ihn jetzt aktiviert, haben wir Dovin tatsächlich da reingeopfert für die eine Activated Ability. Aber ich vertraue auf unser Deck, dass wir den Kartenvorteil machen. Ich möchte hier nicht den Tempoverlust hinnehmen tatsächlich. Wird sich zeigen, ob sich das auszahlt. Okay, da gibt's mehr Energy. Okay, jetzt haben wir aber langsam so ein Fenster zum Aufräumen. Jetzt können wir halt auch Seal Away auf das Ding machen. Gar nicht mal schlecht. Seal Away die Hydra. Vielleicht never den Architekten. Ist der so gefährlich? Mana benutzen ist halt nie verkehrt. Besonders mit unserer Hand. So, jetzt können wir uns erstmal um die Hydra kümmern. Die Vorbereitung hat uns halt mehr als genug gekostet. Die muss jetzt weg und wir schießen das Ding auch ab. Komm. Weniger Energy, weniger Beater, weniger alles. Und wir versuchen dann halt jetzt Länder zu ziehen. Legen nächste Runde auf jeden Fall den Scarab God. Haben versucht, das Board so frei wie möglich zu halten. Und ja. Wir vertrauen auf die Qualität unserer Einzelkarten. Schauen wir mal. Ifne Deadlands, ist okay. Unser Gegner spielt nichts. Nice. Dann legen wir Tapland. Unser Gegner hat wahrscheinlich einen Vraskas Contempt für den Scarab God. Aber kann mir auch soweit erstmal recht sein. Und wenn nicht, gewinnen wir halt das Spiel. Also wenn er den jetzt nicht removen kann, dann beleben wir alles wieder.
Okay. Da ist das Memorial gegangen. Okay, nice. Nice. Hat funktioniert. Puh, hervorragend. Das war doch gar nicht mal so leicht. Aber war in Ordnung. Hat sich das Play doch ausgezahlt und es war alles in Ordnung. Puh, Freunde. Sehr gut. Wir sind auf 2-1. So, komm, machen wir noch eins. Was sagen wir denn zu der Hand? Ich sehe das Settle und sehe kein weißes Mana. Wir sind on the draw, wie immer. Haben wir das Cast Down, Commit und Scarab God. Das ist an sich, ist die Hand nicht schlecht. Auch da wir on the draw sind, ziehen wir halt quasi noch eine Karte mehr. Vielleicht ziehen wir uns rein. Wenn ich das jetzt keepe, verliere ich das Spiel. Ich sehe das schon. Die Hand ist nicht schlecht. Das ist ein Keep. Das ist ein Keep. Muss ich zustehen jetzt. Falsche Farbe, aber wenigstens ein Land. Das ist in Ordnung. Red Colony. Nice. Okay, wir brauchen alle Agro-Stopper-Karten. Geil. Ah, nicht schlecht. Cool. Mal was anderes. Oh, die Ratten kommen. Okay. Okay. Unser Gegner hat bestimmt noch eine Ratte auf der Hand, also schießen wir die einfach mal präventiv ab mit der Hexerei. Und wenn er jetzt noch eine hat, dann können wir Vraskas Contempt legen. Nicht zwei legen. Eine reicht, nicht zwei. Wow. Oh nein. Return ist auch gar nicht mal so schlecht, der 2-2er-Zombie. Aber wir halten uns das mal hier auf. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas committen müssen bei dem Deck. Key to the City. Mhm. Discard eine wird unblockbar. Ah ja. Mhm. Finde ich nicht gut. Ist okay. Der Tsukuhome-Sama. Nice. Der passt wirklich gut. Aber der macht nur einen Schaden. Der ist uns auch relativ egal. Dann contempten wir eine Ratte. Verlieren zwei Leben, kriegen zwei Leben, bleiben wir auf 20. Und Land. Nice. GG. Ich glaube nicht, dass er sich gegen den Scarab God wehren kann. Die Karte ist echt gut, muss ich leider sagen. Gucken wir mal. Okay, noch ist alles unblockbar. Wir müssen halt den Tetsuko abschießen und dann haben wir gewonnen. Aber das wird schon funktionieren, oder? Mit 16 Lebenspunkten. Wir committen einfach ihn, blocken die erste Rattenkolonie einfach tot. Machen wir eine Karte plus. Und dann, oder sollen wir selber eine Ratte wiederbeleben? Das bringt nicht viel. Das ist schon ziemlich unsinnig hier. Jetzt muss ich den zum Blocken zurückhalten. Aber wir grinden unseren Gegner einfach aus. Das Ding ist wahrscheinlich nur dafür da, um jetzt jedes Land abzuwerfen. So, dann commit den Kollegen. Haben wir einen Moment Ruhe. Blocken eine tot. Gehen auf 13 und das ist ein Schade-Curse. Okay. Kann unser Gegner bitte ein Nicht-Standard-Land legen? Dann können wir uns das zweite schwarze, zweite weiße Mana holen und dann Settle und dann ist gut. Jetzt können wir wieder nicht blocken. Komm, irgendein Land oder eine weiße Mana-Quelle. Irgendein Land oder eine weiße. Irgendein Land. Nice. Dann Approach. Ist nicht die schlechteste Karte. Settle reicht ja eigentlich. Wir können auch einfach Golden Demise oder eins unserer 50 Mass Removal ziehen. Das funktioniert schon. Gehen wir erstmal wieder auf 20. Jetzt haben wir hier mehrere Win Conditions am Start. Ist in Ordnung. Okay. Die nächste Rattenkolonie. Und noch eine Rattenkolonie. Okay. Das ist
drückt schon ordentlich Schaden. Das ist nicht schlecht. Komm schon. Search ist gar nicht mal schlecht. Nächste Runde kriegen wir 13 Schaden schon. Das ist gar nicht mal wenig. Warte, 13, wenn er eine Ratte zieht. Oh, oh. Dann sind es 16. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Oh. Warum hat er keine Non-Basics? Das kann ich auf gar keinen Fall spielen. Haben wir zu wenig Mana für, um danach noch irgendwas zu machen? Top Deck Ratte und das war's. Top Deck Ratte und das war's. Ich will nicht gegen das Rattendeck jetzt verlieren. Komm schon, Deck. Ach, wobei, ach. Hätte mit dem Scarab Call auch eine 4-4er Ratte machen können. Das ist eh eine, oder? Verdammt! Ein Removal gegen den. Hätte ich den Tetsuko abschießen müssen. Das. Unser Settel hätte einfach alles getroffen. Das kann nicht sein. Ich musste den Schaden am Anfang verhindern und dann ziehen wir einfach kein zweites weißes Mana. Das. Leute. Was war das? Was war das? Was sagen wir? Was sagen wir zu der Starthand? Brauche ich, glaube ich, nicht fragen, ne? Also, nein. Nein, on the play. Das, guck mal, das erste Mal, wenn wir on the play sind. Einfach nein. Einfach nein. Was ist da los? Kann nicht sein. Mulligan. Mal schauen. Ja, ja, ja. Besser, besser. Syncopate into Champion, Fumigate Scarab God. Okay, den sehen wir echt verdächtig oft hier, den Kollegen heute. Ist ein Keep. Yes. Nice. Okay, damit können wir zocken. Haben aber schon eine Handkarte weniger als unser Gegner. Der hat nämlich nicht gemulligant. Schade, mal gucken. Oh, ich dachte schon... Ich hatte ein bisschen Schiss, Turn 1 Lanova 11. Das hätte ich jetzt nicht überstanden als letztes Spiel. Nee. Ramp countern war. Weil ich eventuell den Champion legen will. Eventuell. Verabschieden wir uns von dem Approach. Sieht nach einem Ramp-Kreaturendeck aus bei unserem Gegner. Auch ziemlich grünlastig. Ich glaube nicht, dass wir über Approach gewinnen. Eher über den Scarab God. Also falls wir nur Käse nachziehen, kann der weg. Ansonsten eventuell sogar der Approach. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hätte ich den doch eventuell eine Runde zurückhalten sollen. Aber Approach geht, dabei bleibe ich. Und... Wir sind on the play. Brauchen wir das Fumigate? Brauchen wir den... Wir brauchen nicht den Teferi, glaube ich. Nicht unbedingt. Gucken, ob das bestraft wird. Wenn das jetzt richtig schief geht, dann müssen wir noch einen Spaßdeck im Anschluss zocken. Schauen wir mal. Okay. Mörder können wir nicht casten. Ah, unser Gegner war anscheinend richtig, dass wir den Servant gecountert haben. Ein Visier. Dann Main Phase Illumination. Zieht uns ein Land. Oh, das Ding hätte ich gerne gemördert. Zieht uns kein schwarzes Land. Leute, jetzt haben wir doppelt weiß, aber nicht doppelt schwarz.
Ich krieg Flashbacks vom letzten Spiel, nur in andersrum. Das kann nicht sein. Was ist denn jetzt los? Komm schon, Deck. Oder unser Gegner legt ganz, ganz, ganz viel von seiner Hand, findet nie Kreaturen oben auf seinem Deck. Und wir machen einfach ein unendlich gutes Fumigate, um mal zu gewinnen. Na, einfach gekickert. Na gut, na gut, na gut, na gut. Nee, noch nicht blocken. Okay. Scarab God ist, glaube ich, eine sehr gute Abwehr. Wenn irgendwie alles komplett hier außer Kontrolle gerät, können wir auch immer noch das Mass Removal spielen. Aber ich denke, wir sind semi-sicher jetzt. Mal gucken. Der Kavu greift wahrscheinlich noch an, aber 17 Lebenspunkte ist okay. Wenn wir noch ein Land ziehen, wollte ich sagen. Dann könnten wir Murder plus Scarab God Activation machen. Nein, können wir nicht. Wir haben nicht dreifach schwarz. Okay, schönes Tempo-Play, nur jetzt können wir blocken. Sprich, wir kriegen wieder nur drei, denke ich mal, in diesem Zug. Geht schlimmer, geht schlimmer. Vielleicht hat er ja noch ein Play für drei. Und dann haben wir tatsächlich mal einen passenden Fumigate-Turn. Die Sache ist, wenn wir Fumigaten, dann will ich jetzt auch blocken. Hat unser Gegner was für drei Mana? Das Ding trampelt eh. Kein Play von unserem Gegner. Ist nicht das beste Fumigate, aber auch nicht das schlechteste. Komm. Unser Gegner hat keine Kreatur mehr, oder? Nein! Jetzt müssen wir uns doch wieder auf Bontus Last Reckoning verlassen. Oh, was? Was passiert denn jetzt? Ich brauch das Reckoning. So oder so. Jetzt bringt der Scarab God auch nichts mehr. Gar nichts mehr. Er kann höchstens das wiederbeleben und wir können doppelblocken. Wir können den Champion wiederbeleben für ordentlich Kartenvorteil. Doppelblock. Was? 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 Völlig überfordert. Ich bin völlig überfordert. Jetzt müssen wir Xalans Binding auf das Mammut spielen. Er tritt uns auf 5. Und dann müssen wir, wenn wir auf 5 sind, können wir immer noch einen Blocker legen. One of Carnage Tyrant. Let's go into Mammut. Nachdem ich das Fumigate spiele. Da ist das Mana, das schwarze Mana. Jetzt können wir Pontus Last Reckoning spielen plus nichts. Richtig? Und die schwarzen Mana-Quellen enttappen nicht. Was ein Albtraum. Die Sache ist richtig greedy Play. Es gibt ein greedy Play. Champion of Wits, um 4 Karten zu ziehen, 2 zu discarden, haben einen 4-4er Blocker. Jump blocken und gehen auf 3. Dann hat unser Gegner einen Fight Spell gezogen und wir haben auf jeden Fall verloren. Also Bontus Reckoning. Das ist wieder der Anfang vom Ende. Ich sag's euch.
nach Bontus Reckoning verliert man immer irgendwie. Komm, einmal keine Kreatur beim Gegner. Einmal nichts. Einmal nichts. Komm schon. Ja? Okay, dann ist das aber der Fight-Spell, oder? Ne, wie... Jetzt pass auf. Plus 1. Destroy Target. Dann sind wir ziemlich tot, wenn er das Ding kaputt macht. Das gibt's nicht. Nein! Wir haben nichts gezogen. Was?